Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ja, meine Mandatszeit geht zu Ende und wenn ich das alles Revue passieren lasse, was in der Entwicklungspolitik denn geschehen ist, kann ich sagen, es ist sehr, sehr viel geschehen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass sich der Blick auf Afrika geändert hat von Seiten der deutschen Politik und dass wir mit dieser Initiative für Afrika, Compact for Africa und der Marshallplan mit Afrika, beides mit, ich denke auch, kleine Versprecher sind auch in Ihrem Falle, drücken nicht aus, dass wir Afrikanern hier ein Konzept aufdrängen wollen. Ich glaube, dass es alles auf der Ebene eines Angebots ist. Und es hat sich viel getan. Vor allen Dingen möchte ich hier ausdrücklich betonen, dass wir es der Kanzlerin zu verdanken haben, dass weltweit die Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents durch ihr Engagement auch im Rahmen des G7- und G20-Gipfels, egal wie jetzt hier der G7-Gipfel ausgegangen ist, überhaupt zu dieser Bedeutung, zu dieser globalen Bedeutung gelangt hat, wie es im Moment der Fall ist. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es drängt im Moment jeder theoretisch nach Afrika. Zumindest finden viele Konferenzen statt. Auch Herr Macron, kaum in Amt, redet über eine neue Partnerschaft mit Afrika. Und das zeigt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wichtig Afrika nicht nur für Afrika ist, sondern wie wichtig Afrika auch für uns sein wird. Wir haben die Thematik der Flüchtlingskrise, wir haben die Thematik der Landflucht aus Afrika, der Armutsflucht aus Afrika miterlebt in dramatischen Bildern im Mittelmeer. Und meine Damen und Herren, Afrika braucht 18 Millionen Arbeitsplätze pro Jahr. Und im Moment sind wir bei 3 Millionen. Und wenn ich mir das so angehört habe, lieber Kollege, und wenn ich auch Ihre Anträge von den Grünen so lese, so ist das ein Rückschritt in die klassische Entwicklungspolitik, die wir nicht brauchen. Und ich möchte Ihnen sagen, wie ich angetreten bin hier, und eines meiner ersten Treffen war mit den afrikanischen Botschaften und der ägyptischen Botschaft. Und da kamen diese Menschen auf mich zu und sagten, Herr Huber, ich denke, Sie verstehen uns, Sie haben einen afrikanischen Hintergrund. Helfen Sie uns doch, dass nach Afrika nicht nur Mittel der Entwicklungszusammenarbeit fließen. Wir wissen, Sie meinen es gut und Sie sind einer unserer größten Geber. Aber wo sind denn bitte Ihre Investoren? Ich freue mich schon, beziehungsweise ich bin zufrieden, dass wir schon über diese Milchpulver- und Tomatenproblematik in unserer entwicklungspolitischen Diskussion, dass wir darüber hinausgelangt sind. Dass wir schon konkreter über Wirtschaftsentwicklung diskutieren und nicht nur über eine Handelspolitik aus Ihrer Sicht verfehlt. Und dazu möchte ich eines sagen, um dieses Thema des Milchpulvers auch noch mal aufzugreifen als Beispiel. Wenn Sie nicht die Grundvoraussetzung dafür haben, dass Sie Arbeitsplätze da dort in Afrika schaffen, und wir reden von 54 Ländern, und wenn Sie sagen, dass in diesen Ländern, wo gerade Bedarf ist, wo man Finanzierungsmittel braucht, eben keine vorhanden sind und dass man in Länder investiert, die bereits ein Wirtschaftswachstum haben, da möchte ich Ihnen sagen, wie viel Mittel brauchen Sie denn, um 54 Länder zu nurifizieren? Und ich denke, das soll nicht unsere Strategie sein. Sie haben in Ihrer Rede kein einziges Mal über die Dynamik der Regionalisierung gesprochen, ein wichtiges Thema. Sie haben in Ihren Artikeln bzw. in Ihrem Antrag haben Sie über die Finanzmärkte geschrieben und haben über die Finanzmärkte auch ein Beispiel von Argentinien versucht, eine populistische Dynamik zu erzeugen in Bezug auf Gaia-Fonds, weil allein der Name Gaia-Fonds ja schon die Gier ausdrückt, die Sie praktisch schon jedem,
deutschen Unternehmer, der mit einem ehrlichen Ansinnen nach Afrika gehen will, auch Expertise nach Afrika bringen will, das ihm schon als Stempel praktisch auf den Kopf hauen. Wenn Sie ein Wirtschaftsexperte sind und über das Anleihengeschäft denn so genau Bescheid wissen, dann wissen Sie auch, wie das Anleihengeschäft, wie dieser Deal der Argentinier abgelaufen ist mit diesem sogenannten Geierfonds. Und da hat eine argentinische Regierung, und wenn Sie das mit einer afrikanischen Volkswirtschaft vergleichen wollen, eine argentinische Regierung, die eine Ökonomie gesteuert hat, die genauso erfolgreich auf derselben Ebene wie Deutschland war, dann hinkt da schon allein der Vergleich. Und wenn Sie von einem Anleihen, wenn Sie von einem Know-how in Bezug auf die Steuerung einer Volkswirtschaft über Anleihen sprechen wollen, dann war die Krux in Argentinien nicht der Geierfonds, weil ein Geier kommt dahin, wo er Aas riecht. Und dieses Aas hat er gerochen, weil die argentinische Wirtschaft aufgrund dessen, dass sie ideologisch auf einmal gesteuert wurde, so wie ihre Anträge ideologisch motiviert und ideologisch populistisch mit Fokus auf die ganze Peripherie der NGOs, dann muss ich sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Es hätte ein Notenbanker, ein Zentralbanker einer argentinischen Wirtschaft wissen müssen, wenn er einen Vertrag unterschreibt nach internationalem Recht. Und da haben die Geier zugeschlagen. Meine Damen und Herren, was haben die Afrikaner, wo es darum auch geht, Talente zu finanzieren? Und das hat mein Kollege vorher auch angesprochen. Sie müssen den afrikanischen jungen Leuten in Nigeria, in Kenia, nichts über die Digitalisierung vormachen. Sie müssen einem nigerianischen Banker und einem kenianischen Banker, die das Bankengeschäft in Afrika beherrschen, auch nicht über Anleihen erklären. Aber ich möchte Ihnen eines sagen zu Ihrem verwegenen Ansatz in Ihrem Antrag. Sie haben auch die Engländer aufgeführt, dass Sie gesagt haben, die Engländer waren besorgt und die Engländer würden es uns vormachen, praktisch wie man hier unter moralischen Gesichtspunkten die Finanzwirtschaft der gesamtafrikanischen Region gestaltet. Ich kann Ihnen sagen, die Engländer haben ganz andere Interessen. Die Engländer sagen mittlerweile, die anglophonen Afrikaner haben eines, sie revitalisieren praktisch Commonwealth 2.0. Das heißt, die Engländer haben, und deswegen wähle ich diesen Vergleich, eine eigene Strategie, nämlich eine Rohstoffstrategie. Und wenn sie es den Afrikanern nicht ermöglichen, wie eine normale europäische oder entwickelte Volkswirtschaft sich aufzubauen und zu gestalten, und auch Alternativen in der Finanzierung über die Kapitalmärkte in Anspruch nehmen können, ja, und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt von Fremdwährungen. Es gab mal eine Initiative der Europäischen Union, wo man die Kapitalmärkte aufbauen wollte, wo es dann wohl der Vorsatz auch war und das Anliegen, dass man unter stabilen Nationalwährungen Anleihen emittieren kann. Wenn Sie diese Möglichkeiten diesen Ländern nicht geben, sich zu finanzieren, Kapital für kleinere oder größere Unternehmungen selbst alternativ zu Rohstoffverträgen mit den Engländern, ja, die in dem Triumvirat Anglo-American-Australian Bodenschätze abzubauen und dann die Konditionen diktieren, weil es keine Möglichkeit gibt, parallele Finanzierungen zu akquirieren. Dann möchte ich sagen, dann verstehen Sie wenig von Finanzpolitik und dann sollten Sie am besten auch überhaupt nicht drüber reden. Meine Damen und Herren, wenn ich... Nein, Sie wollen reden über das UN-Treaty, wollten Sie reden. Ja? UN-Treaty, das war Ihr Antrag. Und ich hoffe, dass all diese Standards, die Sie einführen wollen, ja, für Unternehmen, damit diese Unternehmen, die im Prinzip ja auch noch gar nicht, ein deutscher Unternehmer muss nicht nach Afrika. Sie müssen einen Anreiz setzen, dass ein deutscher Unternehmer nach Afrika geht. Und Sie wissen, dass die deutsche Exporte zu 60% in die EU-Zone gehen und zu 40% in die Euro-Zone. Und dann müssen Sie, und das vermisse ich bei all Ihren Anträgen, und deswegen werde ich diesen Anträgen nicht zustimmen,
weil sie alle einen Anreiz oder keinen Anreiz setzen, für einen deutschen Unternehmer sich von Deutschland bzw. von EU, von der EU oder von den Kernmärkten wegzubewegen. Und ich hoffe, dass Sie Ihre Standards, Herr Mubasat, genauso hier für Firmen wie Rusal von Herrn, Abramowitsch in Guinea, dass Sie dieselben Standards, verbindliche Standards für Unternehmen in Afrika ansetzen, wie Sie hier deutschen Unternehmen unterstellen wollen per se, dass diese Menschenrechtspositionen schon per se nicht in Anspruch nehmen. Meine Damen und Herren, wenn ich in Afrika bin. Herr Kollege, das ist sicher interessant, aber denken Sie an Ihre Redezeit. An die Redezeit. Dann möchte ich sagen, ich freue mich und Afrika freut sich. Das darf ich sagen, was in den Gesprächen mit meinen afrikanischen Kollegen klar geworden ist, auch bei vielen Dienstreisen, Afrika freut sich auf die 1200 deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die mit ihrem Know-how nach Afrika kommen, im Rahmen von einem Capacity Building, um Afrika auf neue Füße zu stellen. Und nochmals danke für die Kanzlerin für ihre hervorragende Arbeit und ihre hervorragende Unterstützung des afrikanischen Kontinents, auch hinsichtlich der Klimafrage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Huber. Schönen Nachmittag von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der nächste Redner, Nima Mubasat für Die Linke.